Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Campus TV Kompakt. Studenten werden zu Auktionatoren. Alte Kellerschätze gingen im Oktober bei einer wohltätigen Auktion im Burgtheater über den Tisch. 18 Studierende der Theaterpädagogik planten die Veranstaltung im Rahmen einer Blockwoche unter der Leitung von Benjamin Hering. Im vollbesetzten Burgtheater führten die Moderatoren durch den Abend. Sie präsentierten unter anderem Konzertkarten, Retro-Filmrollen und ein Hochzeitskleid. Der Erlös von rund 1.900 Euro kam der Migrations- und Flüchtlingsarbeit des Vereins SKM sowie dem Zentralkino in Lingen zugute. Erfolgreicher Start für Campus in Konzert. Am 29. Oktober wurde es musikalisch auf dem Campus. Insgesamt 9 Singer und Songwriter sowie Bands von dem Institut für Musik aus Osnabrück begeisterten das Publikum. Zu Spitzenzeiten befanden sich mehr als 400 Zuschauer vor der Bühne. Das Bierhaus Haste sowie der Flohmarkt wurden ebenfalls gut angenommen. Das Pilotprojekt bekam von allen Seiten viele positive Rückmeldungen, sodass eine Fortsetzung nicht auszuschließen ist. Veranstaltung zeigt angewandte Forschung. Am 5. November lud Professor Dr. Sauer zur ersten langen Nacht der Prozessoptimierung und Organisationsentwicklung auf dem Campus ein. Studierende und Absolventen stellten ihre Ergebnisse aus industriellen Fallstudien sowie Abschlussarbeiten in Zusammenarbeit mit Unternehmen aus der Region vor. Die Vorträge umfassten unter anderem Konzeptionierungen, Ausarbeitungen zur Industrie 4.0 und Strategien zur Qualitätssicherung. Darüber hinaus bot der Abend den rund 180 Gästen eine Plattform zum Vernetzen und zeigte den starken Praxisbezug der Ingenieurs- und Wirtschaftsstudiengänge. Die Ergebnisse der Studierenden wurden in einem Fachbuch veröffentlicht. Ja, dieser Abend hat erstmalig stattgefunden und es hat eigentlich zwei Intentionen. Zum einen wollte ich gerne haben, Wissenschaft trifft die Industrie aus dem Emsland und zum anderen die Möglichkeit, ein Netzwerk für Studierende zu bilden, die ihre Bachelorarbeit oder ihre industriellen Fallstudien vorstellen können und dann auch sich weiter vernetzen können, auch dann, wenn sie die Hochschule verlassen haben. Ja, die Veranstaltung hat mir sehr gut gefallen. Es war sehr interessant, die einzelnen Themen zu sehen und auch zu schauen, was die anderen in ihren Abschlussarbeiten so gemacht haben. Und es war natürlich auch eine gute Chance, nochmal Vertreter aus der Industrie besser kennenzulernen. Studierende erhalten ihre Zeugnisse. Über 250 Bachelor- und Master-Absolventen von den Instituten für Management und Technik sowie Kommunikationsmanagement wurden bei den akademischen Feiern aus der Studienzeit entlassen. Im Kreis von Familie und Freunden, Dozenten und Mitstudierenden erhielten die Absolventinnen und Absolventen ihre Abschlusszeugnisse und wurden für ihre Leistung geehrt. Neben Grußworten von Professoren und Vertretern aus der Studierendenschaft sowie der Politik sorgte ein musikalisches Programm für feierliche Stimmung. Dritter Lingener Hochschulball war ein voller Erfolg. Am 6. November holten die Studierenden ihre Anzüge und Ballkleider aus dem Schrank. Beim dritten Lingener Hochschulball in Halle 4 konnten sich Studierende, Absolventen, Lehrende und Freunde der Hochschule an einem reichhaltigen Buffet stärken. In Paartänzen eröffnete das Organisationsteam den Abend und lockte so die Gäste auf die Tanzfläche. Die Band Caught in the Act und DJ Marius sorgten für eine ausgelassene Stimmung bei den rund 600 Partygästen. Highlight war die Fotobox, in der die schönsten Erinnerungen des Abends festgehalten wurden. Nun ein Ausblick auf weitere Termine in diesem Semester. Es ist wieder soweit. Die diesjährigen Hochschulwahlen stehen an. Am 8. und 9. Dezember sind die Studierenden aufgerufen, die Fachschaften, das Studierendenparlament, den Senat und den Fakultätsrat zu wählen. Für diejenigen, die nicht persönlich wählen können, gibt es außerdem noch bis zum 2. Dezember die Möglichkeit, eine Briefwahl zu beantragen. Weitere Informationen sind auf der Website Hochschulfreunde zu finden. Am 2. Dezember findet ein Hochschul-FIFA-Turnier im studentischen Gebäude KH statt. Videospielbegeisterte können hier zeigen, was sie drauf haben. Der Gewinner wird auf der Wall of Fame verewigt. Veranstaltet wird das Turnier von der Fachschaft und soll in Zukunft regelmäßig stattfinden. Am 10. Dezember startet die nächste Campus-Party in der Tanzgalerie unter dem Motto Einfach Party. Genauere Informationen sind den Aushängen zur Veranstaltung zu entnehmen. Außerdem arbeitet Campus TV an der 9. Campus TV Show, also lasst euch überraschen.
Das war's für heute vom Campus in Lingen. Im Dezember informieren wir wieder über aktuelle Themen aus dem Campus TV Studio.